Hallo Freunde der diabetesfördernden Überraschungen. Wir haben zwei neue Viererpacks, Paw Patrol. Im ersten Video hatten wir ziemlich viel Glück und hatten gerade tatsächlich keinen Doppelten drinnen und haben gleich von den sechs Figuren vier rausholen können. Und ich muss sagen, die gefallen mir tatsächlich jetzt im Vergleich zu anderen Figuren, die wir bisher hatten, recht gut. Ich sag's mal so, die Details sind jetzt leider ein wenig bescheiden auf ihren Rucksäcken und so weiter. Da hätte man ein bisschen mehr Farbe drauf machen können, vielleicht auch mit Stickern. Gut, hier geht's. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich tatsächlich recht zufrieden mit diesen Figuren und bin gespannt, ob wir heute vielleicht eine neue Figur bekommen. Schön wär's. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr kennt das Prinzip. Ich hole erstmal die Überraschung, also die Figuren, nicht die Figureneier, die sagt, die Spielzeugeier raus. Zeige euch kurz den Zettel und dann kümmern wir uns um die wichtigen Sachen. So. Wie gewohnt, wenn irgendwas ist, falls ihr sagt, okay, nee, ihr möchtet das Spielzeug trotzdem auch komplett zusammengebaut sehen, dann könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar da lassen. Dann kann man das natürlich auch gerne ändern. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die meisten Leute es vielleicht nicht unbedingt so sehen möchten oder nicht unbedingt brauchen. Ich persönlich brauche es auch nicht, aber ja. So, jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, zu den Figuren. Uns fehlen noch Rubble und Marshall. Oder Marshall, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hoffe natürlich, dass wir einen der beiden vielleicht hier drinnen haben. Oder vielleicht sogar beide. Ich glaube es zwar nicht, das wäre ein Wunder, aber man hat gesehen beim letzten Mal bei Miraculous, es hat auch funktioniert. So, und Nummer 1. Ja, hier haben wir unseren ersten Doppelten. Wir haben, wie heißt sie? Everest. Nummer 2, bitte wer Neues. Bitte, bitte, bitte. Ja, wir haben nochmal Rocky. Vielleicht haben wir ja hier Glück und wir haben eine neue Figur zumindest. Ich hoffe es wirklich. Damit dieses Video vielleicht nicht ganz so langweilig wird. Aber lassen wir uns überraschen. Falls wir keine neue haben, dann geht die Suche weiter. Oh, wir haben jemand Neues. Wundervoll. Wir haben Marshall. So, hier ist er, Marshall. Auch hier muss ich sagen, die Qualität gefällt mir wieder ganz gut. Ja, die Details könnten ein bisschen farbenfroher sein, aber ansonsten tatsächlich dieses Mal im Vergleich zu sonst schöne Figuren. So, das heißt, last but not least, wir brauchen noch Rubble. Und ich glaube nicht, dass er da drinnen ist. Ich meine, ich lasse mich gern Lügen strafen, aber das Ei wirkt relativ leicht. Ja. Und es ist. Leute, ich werde lügen gestraft. Und soll ich euch was sagen? Ich finde es geil. Also gut, ich fände es geil, wenn da jetzt nicht noch zwei weitere verpackte Paw Patrol Viererpacks liegen würden. Gut, mal schauen, was ich mit denen mache. Aber auf jeden Fall, wir haben die Serie voll. Yes, wundervoll. I love it. So, auch hier wieder gleiches Thema. Die Details könnten wirklich ein bisschen farbenfroher sein, aber ansonsten wirklich
Sehr, sehr, sehr schöne Figuren. Und ich bin echt überrascht. Also wir haben tatsächlich wirklich nur 4 Viererpacks gebraucht, um die 6 zusammenzubekommen. Das ist wirklich, finde ich, ganz okay, weil das ist, wenn man es überlegt, ist dann, ja, 8 Figuren gewesen. Also, passt. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Bye bye.